wenn Opa wieder mal im Bett mit Zigaretten schläft und Oma wieder mit dem Hintern Richtung Kerzen bläht, dann braucht man schnell ein Rohr, das immer gerade und stramm steht und Kies und Kreis kommt nie zu spät. Sie spritzen alles voll, ja auch in deiner Nachbarschaft. Denn ihre dicken Schläuche, ja, die hängen niemals schlaff. Selbst wenn's mal brennt und juckt bei Tante Ingeborg im Schritt, bringen sie ein ganz spezielles Werkzeug mit. Ja, los jetzt, Junge, Vollgas. Oh Mann, ich hab dir gesagt, du sollst den Feuerlöscher nicht mit Champagner füllen. Das ist unseriös. Aber da war so ordentlich Druck auf der Kanne. Ja, aber wir sind Profis, das geht nicht. Ja, aber wie soll ich den denn sonst transportieren? Der Chef sieht es doch. Ja, aber guck mal, du solltest allgemein nicht betrunken Feuerwehrmann spielen. Das harmoniert einfach nicht. Ja, man merkt das. Die Leute merken es an deinem Atem, an deinem merkwürdigen Verhalten. Das ist nicht cool. Du warst früher mal cool, aber jetzt bist du es irgendwie nicht mehr. Als ich in den Schuppen gerülpst hab. Ja, und dann auf einmal kam grünes Gas. Ja, grünes Gas und Explosion. Boah, da hinten ist Rauch. Ich sehe Rauch. Bleib du lieber mal bei deiner Schnurrbartmolasse und alles ist gut, okay? Schnurrbart, ey. Ich hab einen richtig effizienten Feuerschnurrbart. Ich hab so einen richtigen Tangle-Bart. Ich musste nicht mal ein Vorstellungsgespräch führen. Ich bin rein zufällig an der Feuerwache vorbeigelaufen. Ja, dann hatte ich den Job. Ich hab gesagt, ey, Junge. Mega Schnurri. Mega Schnurri hast du da. Du bist überqualifiziert eigentlich, aber... Schenkelbesen, Junge. Jawoll. Komm ran damit. Und dann was? Hier, willst du eine Bratwurst im Brötchen? Das ging schnell. Und auf einmal war ich Feuerwehrmann. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Tja, ich habe so einen mächtigen Schnurrbart, die haben mich zum Einsatzleiter gemacht. Ja, zum Denn gesagt, für so einen normalen Spritzgesellen bin ich überqualifiziert mit so einem Bart. Boah, da hinten, da brennt aber eine Hütte, Junge. Ja klar, da hier Industriegebiet, da ist ordentlich Molasse am Brennen. Brandmolasse ist ganz gefährlich. Boah, der mein Rechner hat so Probleme mit diesem Spiel. Ich muss den Hamster mal ein bisschen füttern wieder, der rennt nicht mehr Hau schnell. Hau dir mal eine Beefy rein. Gib dir doch mal ein Brecki oder so, was damit das Ding rennt. Schöner Brecki-Hamster. Nein, die anderen sind immer noch ganz weit da hinten. Also das Flammenrennen haben wir gewonnen. The Run for the Fire haben wir auf jeden Fall gewonnen, Alet. Wir sind hier, um Leben zu retten, das ist kein Wettrennen. Alter, was mit der Polizeikarre war? Die dreckig, hast du es gesehen? Alter, richtige Schmutzkarre. So, hier, zack. Da steht das Ding. Also kein Unfall und perfekt gefahren. Also wenn ich dafür jetzt nicht irgendwie Verdienstkreuz oder sowas bekomme... Den großen Kaulitz-Orden. Den großen Kaulitz-Orden. Den Kaulitz-Glitzer-Orden. So, ist hier irgendwo außen ein Kasten für Sicherungen? Sieht man da was? Nee, ich weiß nicht, was hier nicht mal was unsere Jobs sind. Kaulitz-Jocke irgendwie weg. Guck doch, was die Leute unten sagen. Ich hab da noch nie hingeguckt. Noch nie. Ich rate immer so. Das treibt die Spannung hoch. Ich glaube, wir müssen rein. Ich glaube, da ist auch Chemie drin. Mein Gefühl sagt mir, wir haben hier Chemie. Echse, Duckdeckel. Duckdeckel. Ja, ich habe ein Feuergelöscher. Ja, ich wollte auch mal einen mitnehmen hier. Da sind anscheinend auch Bewusstlose drin. Ja, dann ran damit. Der Lagerführer. Der Lagerführer. Okay, hier, ich hol schon mal einen. Naja, mach du den mal weg. Ich mach mal hier schon. Schau mal, ob du den Stromkasten findest irgendwo. Ja, mach ich gleich. Ich hab erstmal hier den Strahler gerettet. Versorgungslinie ist einsatzbereit. Was ist denn hier? Hier, Strom. Mach aus, das Ding. Bam. Weg die Uschi. Jawohl, sehr gut. Jetzt kann ordentlich abgejuckt werden da drin. Jetzt können wir richtig schön drauf spritzen, du. So, auf Keks. Ein Opfer habe ich schon mal gerettet, voila. Voila, hat der Mann gerettet oder was? Oh, ey, da brennt mein Computer doch im Regal, das sehe ich doch. Hier, wir sind bei DPD. Das ist das DPD-Lager. Scheiße, ey, Black Friday. Am Black Friday hat man uns rausgewinkt. Kriegst du nur noch verbrannte Pakete. Das ist der, deswegen heißt der Black Friday. Ja, klar, natürlich. Richtig schwarzer Freitag hier. Irgendwas knallt hier. Ich glaube, wir haben irgendwo noch Chemikalien, die zundern. Ich weiß. Kaulitz, gib mal her hier den dicken Spritz. Oh, oh. Oh. Sind da noch mehr Opfer? Ja, Opfer im Toilettenraum. Oh Gott, wieder beim Masturbieren oder ein Feuer ausgebrochen. Irgendwo hier sind auch Böller oder sowas. Irgendwas knallt hier immer wieder hoch. Verschlossene Tür. Warum schließt er sich beim Kacken ein?
Keine Ahnung, du musst es aufhebeln. Ich mach das zu Hause immer mit offenen Türen. Der hat halt Anstand, es war halt ein Mensch mit Anstand. Fach öffnen die Axt, wo ist denn, ich brauche ein Brecheleisen. Hier. Sag mal, gibt's hier irgendwo Feuerwerkskörper oder wieso? Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so eine Schweinebauchfabrik, das platzt doch auch immer so auf beim Braten. Aber denkst du, da ist irgendwie Fett am Start? Nee, Fett hat keiner was von gesagt, oder? Ich hab nichts gehört, ich hab nichts vernommen. Aufmachen! Aber hier, die Paletten, Alter, das Feuer schlägt wieder zurück. Hä? Er steht da drin und macht die Tür nicht auf, oder was? Er ist ja nicht mal bewusstlos. Ja, aber das Feuer hat ihn irgendwie runtergepresst. Versetzt. Wie ein Reh. Folgen Sie mir! Ich krieg das Feuer hier gerade nicht so gut in den Griff. Ich hab hier einen fiesen Palettenbrand. Dann gib doch hier Johnson Bronson mal den Befehl, dass er mal noch einen Druckschlauch fertig macht. Mama, hier, machen wir noch einen Drucki. So, wir haben schon mal alle gerettet, ne? Es sind alle gerettet, ja. So, guck mal, jetzt. Ich brauche hier unbedingt Unterstützung. Er holt jetzt noch eine feine Düse. Rücken frei, weil der gibt mir mal hier das Strahlrohr, Junge. Alter, es ist übel. Es ist richtig übel. Alter. Kreis, wir haben hier einen Stufe 7 Palettenbrand. Hier ist doch easy. Guck mal hier, von unten alles wird angespritzt und dann geht es. Ja, eben nicht. Ja, eben nicht. Guck mal, die kommen immer wieder zurück hier. Die machen immer wieder Comeback. Er muss richtig reinjörken. Jörg da mal rein. Lieben Mann Jörgstrahl. Weil das ist auf jeden Fall hier eine Doppellöschung. Da braucht man auf jeden Fall Doppelschaum. Boah, das ist irgendwie die Alter. Mitte. Irgendwie breitet sich das immer wieder von der Mitte aus. Komm schon, komm schon. Das Feuer ist diesmal aber wirklich kräftig. Das ist echt hart. Ich weiß nicht, was genau hier brennt, aber es brennt übel. Und irgendwas ist in meinem echten Leben gerade in Flammen aufgegangen. Ja, das könnte bei mir jeden Moment wirklich passieren. Deswegen habe ich hier schon alles runtergestellt. 30 FPS, mittlere Grafikeinstellung irgendwie. Ich glaube irgendwie, wir müssen hier die Ware erstmal ablöschen. Wieso? Kommt doch gut hier. Spritz kommt gut, oder was? Ja, im Moment. Hä? Einmal wird's voll laut. Komm schon. Muss halt hier so ein bisschen den Schlauch immer mal so links, rechts ein bisschen schwenken, hoch, runter, ne? Immer mal so. Also gleich haben wir eins, glaube ich. Ja, sieht gut aus hier, sieht gut aus. Oh, wow, 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 wow. Hier oben noch, das sieht gefährlich aus. Ey, so durchnässt, wie hier die Kartonage ist, ne? Das dürfte eigentlich gar nicht mehr brennen. Ja, aber die Umgebungstemperatur verdampft den Wassergehalt und dann... Ja, aber die trieft. Und dann ist sie wieder trocken. Die trieft wie Oma. Oma nach dem Joggen, du. Nach dem Joggen hat die immer richtig schön getrieft. Guck mal hier, da geht's aus. Komm schon, ja. Ja, jetzt oben. Genau da, schön rein. Leichten Kreuzspritz, perfekt. Ach, sieht gut aus, sieht gut aus. Oh, da hinten ist aber noch was los. Hier oben, das ist... Oh, ey, das ist, steht aber schon schief hier, das Regal. Naja, es kann krachen, deswegen. Gefahrenzulage. Ich frag mich, ist das jetzt hier ein schneller oder ein langsamer Job? Ja, ich weiß es nicht. Normalerweise wird es dann noch angezeigt, irgendwie. Ja, ich versuche immer so ein bisschen darauf zu achten, aber irgendwie sehe ich halt nichts. Ey, ist hier die Dreistrahlaktion oder was? Kaulitz macht auch mit. Er kaut ordentlich auf der Litze. Was? Ah, heldenhafte Löschmusik, ey. Nur noch hier drüben, voll, voll. Ja! Ja, jetzt guck. Schnell aus dem Gebäude sprinten. Mist, ich sprinte. Es ist hier, also irgendwie sprinten in Spielen im Jahr 2020 ist uncool. So ein Thema. Wir sprinten nicht mehr. Ah, komm ich noch raus? Ja, siehst du meinen Strahl da unten? Ja! Da, kam ja. Es. Wo bin ich? Da! Ja! Ich glaube,
ich schieße nach oben, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich spritze auf jeden Fall wild durch die Gegend. Oh, das ist das Wahre. Yeah. Das Wahre am Feuerwehrmann sein. Schnell, hier. Schnell. Schnell, Junge. Schnell. Die heiße Innenstadtrenovierung jetzt wurde freigeschaltet. Hot City. Hot City. Der Hot City Slide, du. Hot City Slide auf Ecke 42. Ecke 42. Hot City Slide. Oh, oder neues Fahrzeug. Den Rosenbaui. Ne, den Walk-in Rescue hatten wir schon mal bei dem Hot Dog Brand, oder? Wirklich? Auch beim Würstchenbrand damals? Ich glaube damals beim 72, als dir die Würstchen weggebrannt sind. Ja, das ist mein Würstchen das erste Mal geplatzt seitdem. Deswegen Würstchen immer ein bisschen anschneiden vorher. Ja, das war übel. Kreis ist wirklich da unten die Pelle aufgeplatzt. War so. Kein schöner Anblick. Alter, 5 Kilometer bestimmt wieder nur, um irgendwie so ein Scheißhaus, eine öffentliche Furztoilette zu löschen. So ein Taco-Brand. Kleiner Taco-Brand, ey. Kleiner Taco-Brand in der Innenstadt. Na, haben sie wieder die super heiße Soße verwendet? Aber ich sagte doch, besser verkaufen. Besser verkaufen die Taco heiß, ey. Hot Taco, ich mache Flambierung. Aber das wird's in Deutschland gar nicht genehmigt kriegen. Wie offene Flamme, warten Sie mal einen Moment. Offene haben Flamme am Würstchen. Haben Sie überhaupt Brandschutzbeauftragten? Nö. Ja, dann wir sind hier in Santa Monica. Ja, hier darf alles brennen. Ohne Genehmigung. Hier hat das Feuer eine Genehmigung? Oh! Ja, da brauchst du auch was eine muss man ab und zu machen? Ab und zu muss man auch den Leuten zeigen, dass man eben der Platz okay. hier steht. Richtung Downtown müssen wir, hä? Können wir nicht mal in eine andere Wache? Oh, Taco ja, egal, Downtown. Oh Gott, Toter unterwegs noch. Das Auto liegt auf dem Dach. Das machen andere. Den musst du da rausschneiden mit die Backen. Komm mal hier, Alter. Schau das mal an. Elektro-Ding. Ja, das wäre doch mal geil hier. Dickes Feuer. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss. Durch die Versuche schneller zu sein, werden wir nur immer langsamer. Ja, aber das hat mich jetzt nicht wirklich ausgebremst. Glaub mir. Oh nein, wir standen still quasi. Oh, da hinten, ey, Feuer. Ey, das Ding kommt aber auch nicht in die Gänge. Ja, ist so langsam. Da ist so viel drin, da hinten Bill und Todd halten sich die Hände da. Oder, nee, Bill und Todd. Bill und Tom. Gebrüder Kaulitz. Sind wir die Einzigen wieder? Oder sind die anderen schon vor Ort? Die sind schon vor Ort. Die Kollegen sind schon dort. Die haben das Teleportfahrzeug benutzt. Die haben die modernste Feuerwehr. Technologie verwendet. Hubschrauber. Ja, warum und wir Hubschrauber? Müssen halt, keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Warum fährst nicht mal du? Stadt mal an, ja, weil du der Server bist. Weil ich Einsatzleiter mit Schnurrbart bin. Ich habe aber auch einen Schnurri. Ja, aber mein Schnurri ist ein bisschen schnurriger als dein Schnurri. Oh, Alter, da ruckelt's. Midtown Lag. Ey, hier stehen ja richtig geile Gebäude. Warum brennen die denn mal nicht? Warum brennen die denn mal nicht? Wenn hier der Brandstifter-Simulator kommt, kannst du die anzünden. Das war doch eigentlich ein ziemlich geiles Spiel, der Brandstifter-Simulator. Ja, gut, aber es ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, aber würde Spaß machen. Ja, vielleicht hier mal die Leute anschreiben. Playway, mach doch alles. Was? Mach doch mal bitte hier Brandstifter-Simulator 2021. Ich habe letztens gesehen, da gibt es irgendwie den Kebab-Simulator. Da sitzt du vor so einem kleinen Grill und machst Spieße mit Fleisch. Ist schon draußen? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendwo mal was gekriegt. Boah, das wäre ja geil. Das wäre geil. Wenn der noch Koop gehen würde, weißt du, so zwei überfüllte. Mann, ein Kebab-Grill. Ja, 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 so eine überfüllte kleine Dönerbude nach Disco-Ende. Shawarma. Der Ansturm kommt. Du siehst halt so die ganzen Disco-Leute. Ja, zombieartig, wie sie auf deine kleine Bude zutaumeln. Das ist ja das Ding, in diesem Simulator machst du das aber nicht. Du drehst ja nur Spieße. Mehr machst du in dem Simulator gar nicht. Weiter noch, die nächste links. Ja, ja, aber ich muss schon mal jetzt ein bisschen abflachen. Ich bin aber stolz auf mein Radar. So akkurat. Ah, jetzt sind wir aber wirklich Big City. Also wenn es jetzt nur ein kleiner Fettbrand ist. Es ist wahrscheinlich echt wieder nur so ein kleiner Heizungsbrand da irgendwo. Nee, das ist irgendwie beim Renovieren, beim Lack in der Sonne. Ist ein Feuer losgetreten. Sunluck. Sunluck, kennst du doch. Fiesen Sunluck. Ja, haben sie auf die Fahrzeuge gezielt? Das frage ich mich auch. 700 Meter, da hinten ist der Schnauze, Rauch. Schnauze, Kaulitz. Ich weiß, was ich tue. Schnaukau. Schnaukau. Sie haben ja nicht mal einen richtigen Schnurrbart. Ja, echt mal, ey. Mit seinem Babygesicht.
So, komm mal hier. Das läuft doch. Kommt wieder so ein Minifeuer, ey. Ich konnte gerade reingucken bei Kaulitz in die Kammer hinten. Und, was geht da so ab? Oh, hier, was ist da? Nee, von wegen Billigfeuer. Hier, Antonius Formaggio brennt. Antonius, oh nein, ey, verdammt. Jetzt bleib doch stehen, Fahrzeug. Meine Güte. Er hatte das beste Pesto-Spritz der Stadt. Guck mal hier, Funkenkasten wieder. Funkenkasten? Ja, wie willst du da reinkommen jetzt? Da kommst du doch gar nicht rein. Das war mal wieder, guck mal, das ist doch mal wieder so der Klassiker. Hotdog-Mann vor Edelrestaurant zündet ja das Restaurant an. Hat ins Feuer gefurzt, wie die Großmutti damals vor der Kerze und bumm. Ich könnte mir vorstellen, es war ein Anschlag. Ey, wie willst du da reinkommen? Keine Ahnung. Kreativ? Kann man da hinten rum oder so? Hat das einen Hintereingang? Ey, es geht richtig ab bei mir. Alle stehen hier nur rum. Okay. Musst du hinten rum. Ey, jetzt. Ah, hier, Strom ist hier vorne. So, Strom ist schon mal So, warte mal, ich brauche hier... Was ist denn los, Jungs? Jungs, was ist... Warum machen die nichts? Warum macht ihr denn nichts? Brecheisen. Moment mal, der Wagen hat überhaupt keine richtige Ausrüstung, oder was? Guck mal, hier kannst du rein. Moment mal, haben wir keinen Feuerlöscher? Feuerlöscher sind hier und Äxte. Wo ist der Feuerlöscher? Was ist das für ein Fach? Brecheisen. Ja, haben wir nur Feuerlöscher oder was? Anscheinend ja. Anscheinend müssen wir hier noch richtig retro das Feuer bekämpfen. Oh Mann, das wird eine Trockenübung. Kriegen wir es überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich lösche erstmal hier den kleinen Verkaufsstand. Ja, mach erstmal den kleinen Verkaufsstand. Was war das jetzt? Oh, wow, wow, okay, der ist schon mal aus. Kiste noch löschen hier. Ey, die löschen aber echt gut, ne? Ja. Besser als der dicken Spritz. Ey, für so, so ein weiter Weg für so einen Pupsbrand hier bei der Renovierung, Junge. Alter. Also ganz ehrlich, es hätten doch irgendwie, keine Ahnung, die Taubeneinsatztruppe hätte das machen können. Hätte ja, das ausgeschissen. Das hätten die hier, die an der Straße stehen, so. Zivilisten-Boys. Die freiwillige Feuerwehr. Ja, ja. Die unfreiwillige freiwillige Feuerwehr. Ja, hier immer noch am Rumhusten. Die Löschpflicht? Ja, Löschpflicht. Jeder Bürger hat eine Löschpflicht. Nein, weiß ich nicht. Sie haben die Pflicht, in die Flammen reinzurennen. Kaminchaos. Und der T-Rex. Kaminchaos? Guck mal, Fahrzeit langsam. Was? Langsam? Alter. Ich bin da durchgeruscht. Wahnsinn. Ich habe auf jegliche Form von Leben gespuckt für diesen Einsatz. Ja, ja. Okay, wo ist denn die Rex-Mission? Hotdog. Training. Ah, hier oben. Kaminchaos. Das große Kaminchaos? Ist der Weihnachtsmann wieder stecken geblieben? Alter, Kreis retten Weihnachten? Der T-Rex. Ja, wir müssen Weihnachten retten. Feuerwehrleute löschen Milch- und Keksebrand. Aha, sehe ich doch sofort. Wieder die Milch und Kekse zu nah an den Kamin gesteckt. Die Kombination aus Keks und Milch erzeugt nämlich ein extrem flammbares Napalm-Ersatzmittel. Ja, das weiß doch jeder. Weiß doch jeder. Es gibt nichts Gefährlicheres als offene Kekse mit Milch. An der Flamme. Ah, guck mal, wie schön wir hier durch die Nacht fahren. Ist es nicht toll? Und so schön gemeinsam, synchron, Hand in Hand ins Wunderland. Tom und Bill tauschen Proteinschübe aus. Alle 7 Minuten gibt's einen Schub. Okay, wir sind... Oh, das wird wieder langsame Fahrzeit bei 3 Kilometern. Nee. Da bleibt wieder viel Zeit, um gegen irgendwelche Laternenpfosten zu hämmern. Wie gesagt, mein Schnurri ist mächtig und buschig. Boah, ey, richtig geschnitten, den Typen. Aber sauber, war ein sauberer Schnitt. Sauber. Das war ein sauberer Schnitt unten am Victoria Spring.
Victorias Quelle. Victorias Quelle. Da habe ich gerne Victorias rausgeschlabbert. Quelle entdeckt. Ihre Labia. Ihre Labia hat mich voll gequält. Ihre Quelllabia. Guck mal, durch die Nacht, aber die Orientierung sitzt. Die Orientierung sitzt, ne? Ja. Da hinten sehe ich es schon. Da ist ordentlich Rauch aus dem Schornstein. War das jetzt die Schornstein-Mission, oder das wie? Das war jetzt hier, ja, Keks und Milch. Schorfstein. Hatte ich auch mal damals nach dem Ferienlager. Aber der Priester, der hatte einen tollen Bindstein. Guck mal hier, das Haus brennt doch. Sind wir nicht eben gerade an einem brennenden Haus vorbeigefahren? Das ist nicht unser Auftrag. Also die Teleport-Einheit ist schon wieder vorne. Da wird dir schlecht, ha? Huh? Die große Bimsstein-Tour, ja. Boah, aber ich schaff's, Mann, ich schaff's. Ordentliches Pansenfilet gibt's heute Nachmittag. Ich cruise durch die Nacht. Die haben hier doch alle Pools, was ist eigentlich los mit denen? Was ist das hier für ein Viertel, Mann? Alter, wir sind jetzt hier in so einer reichen Leute-Gegend, ja. Können doch selber löschen. Oh no! Da muss ich rein. Ich hab gedacht, das würde noch ein bisschen sich ziehen, aber... Oh oh, ich kann mich nicht bewegen. Ich stecke. Da, es gibt Abzüge, du. Es gibt wieder Abzüge. 30 Sekunden früher. Oh, ich, Navigation hier, geil. Ey, das Ding steuert sich aber auch wie so ein trockener Lachs. Ja gut, aber wenn man aus der Ausfahrt vorbeifährt, hat das nichts mit der Steuerung zu tun. Das hat alles mit der Steuerung zu tun. Noch kam aber nichts aufgeploppt, oder? Ja, so... Langsame Fahrt. Oh Hä? Gott. Was war das? Ich weiß nicht, du bist ja gegen Laternenpfahl gefahren. Das Dach? Ja, der Kamin, Junge. Aber wir sind immer noch nicht da. Ja, schnelle, ja, schnelle Fahrzeit abgelaufen. Ja, ich hätte es doch geschafft, wenn ich nicht einfach teleportiert wurde. Und zwar, jetzt parkt das Ding doch. Bleib doch stehen. Ich glaube das nicht. Das Ding bleibt nicht stehen. Es eiert immer wieder ein bisschen hin und her. Ich kann immer noch nicht aussteigen. Jetzt, dankeschön. Meine Güte, einmal mit Profis arbeiten. Ja, der Kaul ist doch mit dem Gesicht irgendwie bremsen können. Alter. Wie sieht's hier mit dem Strom aus? Sieht gar nicht gut aus. Aber dazu diese Family-Musik. Alle sind cool und brennen im Haus bei Milch und Keksen und dem Nikolaus. Bei mir ist er so Nikolaus. Geschenke. So, geil. Geschenke und Gewalt. Geschenke und Gewalt an Weihnachten. Kalte Seele. Yes, Commander. So. Verschlossene Tür. Da hinten sehe ich aber einen Funkenspritz, ne? Ist da wieder so ein Ding? Ich schau mal jetzt hier, ob irgendwo außen Kasten hängt. Okay, ich habe einen 360-Check gemacht. Wir müssen das Ding aufbrechen. Hast du was zum Brechen? Weiß ich, lege hier gerade einen Versorgungsschlauch oder... Nee, was macht er da? Ich baue ein Brecheisen, schnell. Wo haben wir hier was? Axt. Aber mit einer Axt kannst du keine Tür aufmachen, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, du brauchst ein Brecheisen. Ja, ich glaube, du brauchst eins. Okay, ich habe hier Versorgung angeschlossen. Nee, hier ist Strahl. Haben wir kein Brecheisen? Feuerlöscher? Druckschlauch. Gibt's doch nicht. Wo sind die verdammten Brecheisen, Leute? Da drin verbrennen gerade Menschen. Kann's doch nicht sein. Wie kann man denn das Ding hier... Hier, Brecheisen, ganz da hinten an der Ecke. Ich mach die Türen auf. Welches hinten der Stromkasten? Okay, warte, Befehlssitz. Arm nach oben bewegen. Komm schon. Leute, ich bin drin. Wo seid ihr? Sind da Leute im Haus? Ja, natürlich sind da Leute im Haus. Dann hol die doch raus. Zuerst die Menschen, dann Inventar retten. Aber die haben Billardzimmer. Ist das überhaupt... Da kann man ja gar nicht spritzen, oder? Wie, da kann man nicht spritzen, du? Arm ausfahren, Korb. Arm nach oben, Arm nach rechts.
Leute, Kreis macht irgendwelche komischen Undercover-Missions. Befehlssitz, ich will spritzen. Hat er eine Kanone da oben dran? Nee. Nee, du musst mit einer Kanone hoch. Hier, jetzt den Strom abschalten. So, Opfer ist sicher, oder was? Opfer ist sicher. Die haben voll die geile Männerhöhle da drin, mit einem Billardtisch und so einem Scheiß. Ey, die Mission mache ich allein, ne? Ist die Fusebox außen? Nee. Aber ich hab sie schon. Zack. Da ist Dusch da drin. Also, wenn ich dieses Mal nicht Feuerwehrmann des Jahres werde... Kreis löscht ja auch gerade nicht das Feuer aktiv. Er hat einen gerettet. Guck dir die letzten 5 Missionen an. Da hast du nicht eine Person gerettet. Nicht eine. Ich rette dauernd. Doch klar. Wenn ich nicht Schnurrbart des Jahres werde. Haben wir hier noch irgendwo einen Schlauch? Weiß ich nicht, Feuerwehrmann des Jahres. Musst schon schauen, ob du da einen findest irgendwo. Ich schätze mal, dass das als gewählter Feuerwehrmann des Jahres nicht so schwer sein wird. Ich bin ja noch nicht gewählt, ich bin nur nominiert. Sei ja, Junge, Junge. Ich kämpfe mich weiter vor. Ich brauche hier... Hier ist der Anschluss, ne? Sag doch einfach Bill und Kaulitz hier, dass sie sich da... Er soll einfach einen ready machen. Wenn du ihm sagst... Versorgungsschlauch, wo ist der Druckschlauch? Hab ich schon, aber der macht nix. Ah doch, jetzt macht er einen. Boah, hier geht's richtig rund, Alter. Oh, komm, hier steck ran. Steck ran, das Ding. Ich hab den Fikus gelöscht, jawoll. Natur gerettet. Gib mir das Teil. Jemand muss hier ein bisschen an der Backdoor noch spritzen. Ich spritz von oben. Gehst du oben in den Korb? Nee, ich spritze jetzt so aufs Dach. Komm schon. Boah, die Flammen breiten sich aber immer weiter aus. Ja, ist krass hier drin, Alter. Ich versuche jetzt hier gerade außen zu löschen, aber ich glaube, wir müssen erst innen löschen. Das Feuer drückt sich hier immer wieder hoch. Ist ganz gut, aber von beiden Seiten zu spritzen immer. Okay, Kaulitz macht jetzt außen, dann komme ich mal rein zu dir. Kommt nämlich hier immer wieder am Dach zurück. Wir müssen uns halt beeilen, nicht, dass das Dach einstürzt, ne? Ja, ich stehe hier halt schon seit 5 Minuten drin, also... Ich hab Leben gerettet. Löschen kann ich auch nicht. Stromkasten ausgemacht. Ich hab mir beinahe ein Schnurrbart versenkt, ja? Ein bisschen Anteilnahme wäre ganz nett. Ja, der macht gar nicht von außen, der ist auch reingekommen jetzt. Oh, 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 oh. Wow, wow! Wie so ein Seemann. Ja. Ich habe ja gesagt, das Dach wird einstürzen. Ja, irgendwer muss wahrscheinlich den Kamin ordentlich mal absalben von außen. Schön absalben. Das braune Rohr. Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Weiß ich nicht, was war das? Ich hab keine Ahnung, aber ich hab Schaden genommen. Ich hab nur wieder... Alte Seemann da hinten. Schon wieder? Oh, da sind Chemikalien da hinten. Chemicals? Oder Fettbrand? Nee, das sind Chemikalien. Boah, hier ist alles vertreten. Warte mal, ich hol mal einen Löscher. Aber die Ecke hier haben wir jetzt ganz gut im Griff. Oh nein! Oh mein Gott! Alter, das sieht von außen ultra heftig aus. Alter, hier drin ist überall Zeug. Wow. Ja, nicht da drauf, nicht da drauf. Wenn's zischt. Aber was ist denn da dann? Wo ist denn der Feuerlöscher? Keine Ahnung, da ist irgendwie... Eine Deodose oder sowas hat sich da verkeilt. Eine Deodose hat sich da verkeilt. Unterwegs mit dem Löscher. Oh Mann, das breitet sich hier vorne schon wieder aus. Ja. Das ist wahrscheinlich Milch und Kekse da hinten. Hab ja gesagt, es ist gefährlich. Ja, die Milch- und Keksmischung, es ist gefährlich. Die Leute denken sich, oh ja, machen wir mal ein schönes Geschenk für den Weihnachtsmann, ne, und am Ende ist er explodiert.
Das ist wie mit Reis und Tauben. So ungefähr ist es auch beim Weihnachtsmann. Boah, ich bin hier voll in den Flammen. Guck mal, dass du mir so hinterher löschst. Ja, aber ich muss hier die Ecke. Du hast doch deinen. Wo ist denn der Kamerad, der dir folgt? Der löscht doch da bei dir. Weil ich hab's hier so langsam, aber sicher kriege ich es in den Griff hier, die Ecke. Okay, oh, ich hoffe, ich hab's. Schnelle Mission ist abgelaufen. Ja, klar. Also ich habe keine Ahnung, was der eben gerade an Chemikalien gebrannt hat, aber ich glaube, ich hab's. Der Kamin ist halt durch, ne? Der hat, ja. Das Haus ist auch durch, also. Das, ja, gut, klar. Das kannst du wegschmeißen. Aber man muss halt gucken, dass es nicht auf andere Häuser und so übergreift, ne? Weil so, dann ist einmal die falsche Windrichtung und dann hat Kaulitz Konzert noch und so, ne? Ja, wenn so ein Kaulitz-Konzert wieder in der Stadt ist, da geht's natürlich rund. Aber ich kriege hier die Ecke eigentlich gerade gut in den Griff. Weil das sind dann immer ganz viele junge Mädchen, die Proteinschübe austauschen. Ja. Oh, jetzt, ey, da hinten wird's schwierig, ne? Weil da hier alles eingestürzt ist. Da muss man oben hin jerken, damit's runter regnet. Alter, ich hab gleich hier die ganze Hütte gelöscht, Junge. Ja, bei mir ist gerade auch richtig mies. Weil hier ist fies Zimmerpflanze und so ein Zeug. Oh ja. Ja, wie gesagt, eine konnte ich retten, aber... Stell dir mal vor, das ganze Haus ist so eingestürzt, alles kaputt, aber wir konnten ihre Zimmerpflanze retten. Ja. Ach, danke. Oh, der schöne Kaktus. Du hast immer eine Erinnerung an diesen schönen Tag. Ja. Immer wenn ich die Pflanze angucke, denke ich an meine vier verbrannten Kinder. Ich muss echt hier hoch. Ey, ich krieg die Speisekammer irgendwie nicht so richtig hin. Da kommt immer wieder ein bisschen Feuer aus jeder Ecke raus. Weil die da wieder ihre Hot Tacos. Ja, weil hier wieder jemand Enchilada mit heißer Soße hat. Boah, Alter, hier ist richtig übles Feuer. Ist da hinten gar nicht weg, ey. Okay, Speisekammer habe ich. Ich habe Soda Pop gemacht, dann ging's. Alter, was war denn das jetzt? Was denn? Glas geplatzt oder was da eben gerade. Hast du nicht gehört? Ich weiß nicht, ich stehe hier auf dem Grill, ey. Huh, okay, okay. Kriegen sie in den Griff. Ich höre, glaube ich, so eine Taube. Retten Sie die Familientaube. Die Familientaube. Guck. Im Zimmer meines Sohnes ist die Familientaube. Kümmern Sie sich darum. Ja, komm, es kommt. Alter, da hinten ist noch mehr. Das Feuer hat sich hier wirklich komplett verbreitet, ne? Ja. Boah, nichts. Gute Arbeit, Kaulitz. Gute Mittlere Arbeit. Die Missionszeit ist auch schon abgelaufen. Ich stehe auf dem Hügel, ey. Auf dem Hügel Schamanen. Der Freude. Auf dem Schamanenhügel. Ey, das war echt krass, das Feuer. Das Kaminfeuer halt, ne? Aber ich hab die Leute gewarnt. Gesagt, Milch und Kekse. Ganz gefährliche Kombination. Aber niemand wollte auf mich hören. Ich habe ein Seminar gehalten. Wie kriegen wir das Dach jetzt gelöscht? Ja, von außen. Einer hält drinnen die Kontrolle und einer macht außen. Hier ist eh keine Wand, also. Wieso kann ich denn hier nicht? Ne, wir kriegen es gerade von außen ganz gut in den Griff. Müsste schon weniger werden. Guck einfach, dass innen nichts durch jetzt kommt. Ja, sonst müssen wir halt nochmal reingehen. Klingt ein bisschen Terminator-Musik. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich höre nur die ganze Zeit die Familientaube im Hintergrund. Ja, ne? Voller Zorn. Ruben, die Familientaube. Ruben, die Familien. So, hier von außen noch ein bisschen. Siehst du, guck, das geht doch. Ja, wir hätten die Sandwich-Methode eigentlich machen müssen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man auf diesen Feuerwehrwagen draufkommt.
Habe ich auch keine Ahnung. Weiß ich nicht. Müssen wir lernen. Da brauchst du einen Schnurrbart der Klasse 9, um da drauf zu kommen. Ja. Ja, boah, das war auch ein echt übler Job. Das war echt ein übler Brand. Aber wir haben Roman direkt gerettet. Ich dachte, die heißt Ruben. Ruben. Ruben Roman, die Familientaube. Guck mal, das ist ein schöner, sauberer Strahl, den ich habe. Mit Regenbogen. Stimmt, ey. Ich mache auch. Oh. War doch ein schöner Tag. Klar, eine Familie hat alles verloren. Aber hey, wir haben Ruben Roman gerettet. Ruben Roman, die Familientaube. So, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Der Kommentar unter dem Video von dem Account Ruben Roman, die Familientaube. Ruben Roman, das bin ich. Ich bin Ruben Roman, die Familientaube. Danke für die Rettung. Bis zum nächsten Mal. Ich will den Kommentar lesen, auch mit seinem Accountnamen. Und tschüss.